Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Netzwerktechnik-Serie. Heute wieder mal mit dem Application Layer Protokoll und das ist heute SMTP. SMTP ist Simple Mail Transfer Protocol, normalerweise auf TCP Port 25. Und ja, das ist ein relativ interessantes Protokoll, weil es natürlich zum Absenden von Mails benutzt wird. Allerdings nicht zum Abrufen. Das heißt, ja, ihr habt hier mehrere Protokolle, die eigentlich Hand in Hand miteinander gehen. Und zwar einmal das Schicken-Protokoll, das ist SMTP, und dann das Abrufen-Protokoll, das ist IMAP oder IMAP und POP. Also da gehen beide. Und ja, ich werde euch jetzt dieses Mal SMTP vorstellen und das nächste Mal werde ich euch POP vorstellen. Oder POP, oder wie man es nennen möchte. Also eigentlich POP 3. Es gibt drei Versionen davon und ich stelle euch natürlich die neueste Version vor. Allerdings natürlich nur eine kurze Übersicht. Wie gesagt, das sind sowieso hier alles eigentlich mehr oder weniger Übersichten. Die kann man bis ins kleinste Detail bringen. Aber ich denke, der hauptsächliche Sinn ist, dass man solche Protokolle benutzen kann oder dass man sich selber ein Protokoll schreiben kann. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Im Endeffekt ist alles, was Netzwerkverkehr ist, ist sein eigenes Protokoll zu schreiben. Und ja, das wollt ihr natürlich höchstwahrscheinlich nach der Serie hier machen. Okay, was SMTP erstmal tut, ist, ja, wir wollen eine E-Mail verschicken. Das heißt, wir sind der SMTP-Client. Achtung, wir wollen sie verschicken, wir wollen nichts abrufen. Warum gibt es da zwei unterschiedliche Protokolle? Naja, ganz einfach. Häufig sind Server tatsächlich nur in der Lage, E-Mails zu verschicken, aber können keine annehmen. Nehmen wir jetzt einfach mal meinen Server hier, auf dem ein, also the-morpheus.de, auf dem ein Forum läuft. Dieses Forum muss zum Beispiel Registrierungs-E-Mails abschicken und andere E-Mails, zum Beispiel Passwort ändern, E-Mails und so weiter und so fort. Halt automatisch generierte E-Mails. So, und ja, natürlich kann dieses Forum E-Mails verschicken, aber es kann keine empfangen, weil es gibt eigentlich gar keine E-Mail-Adresse in dem Sinne. Das bedeutet, ja, man hat natürlich die Möglichkeit, E-Mails zu verschicken, aber man muss sie natürlich auch nicht unbedingt abrufen können. Abrufen ist natürlich erstmal interessant für Endbenutzer, das heißt, wie mich zum Beispiel, ich als Privatmensch, ich möchte natürlich auch E-Mails abrufen können oder sowas und das ist dann nochmal was Separates. Okay, aber ja, jetzt zu SMTP. SMTP erstmal, wir wollen eine E-Mail verschicken, das heißt, wir sind der SMTP-Client. Wir transferieren diese E-Mail also nicht direkt zu unserem Empfänger, denn E-Mails müssen nicht sofort abgerufen werden. Es kann ja sein, dass derjenige einfach gerade nicht da ist und dann wäre unsere E-Mail plötzlich weg, wenn er einfach nicht da ist und eine E-Mail tatsächlich haben möchte. Deswegen wäre das ziemlich doof, wenn wir jetzt hier direkt an den Client schicken würden, sondern was wir machen, ist, wir schicken erstmal unsere E-Mail an den SMTP-Server. Wenn ihr zum Beispiel bei Google seid oder sowas, dann habt ihr einen Google-Mail-Server oder der Gmail-Server und der empfängt dann tatsächlich diese E-Mail und der wiederum schaut dann, also der muss sie natürlich dann auch speichern im gesendeten Ordner, aber das ist eigentlich mehr so ein Feature. Und der schaut dann erstmal nach, ja gut, ihr wollt also eine Mail an jemand anders web.de schicken. Also, was passiert? Es wird erstmal nachgeguckt, web.de, was ist das eigentlich? Was ist das für eine E-Mail? Was ist das für eine IP? Das macht er mit einem DNS-Server, wer jetzt gedacht, und überträgt dann an den web.de-Server diese E-Mail. Und das geht dann natürlich weiter und das ist aber nicht nur gleichzeitig ein SMTP-Server, das heißt, man kann nicht nur E-Mails verschicken, sondern man kann auch E-Mails empfangen. Und empfangen kann man dann mit POP oder IMAP, habe ich euch schon gesagt. Und das heißt, wenn der Client dann die E-Mail abruft, aber erst dann, wenn er sie auch wirklich abruft, wird sie an ihn übertragen. Und das könnt ihr auch in zum Beispiel Thunderbird oder in solchen E-Mail-Programmen könnt ihr dann auch immer einstellen, wie häufig soll denn eigentlich nach neuen E-Mails geprüft werden. Das heißt, die E-Mails kommen nicht automatisch zu euch, sondern ihr müsst tatsächlich eine Anfrage an den Server stellen. Hey, ich will eine E-Mail haben oder ich will mal gucken, was ich da für E-Mails habe. Und das macht man dann eben zum Beispiel alle 10 Minuten oder sowas. Das ist tatsächlich so einstellbar. Ja, und das ist erstmal so das grundlegende Layout, wenn es um E-Mails geht. Das heißt, ihr habt drei verschiedene Protokolle eigentlich. Ich werde euch SMTP und POP vorstellen. Wir wollen jetzt aber dieses Mal uns SMTP angucken. So sieht eine E-Mail etwa im rohen Datenformat aus. Und das ist relativ viel Overhead. Das sehen wir ja hier. Aber das ist häufig so bei solchen Netzwerkpaketen, sage ich jetzt mal. Und zwar zunächst einmal geben wir hier ganz am Anfang an, wir wollen, übrigens könnt ihr das auch in Thunderbird, wenn ihr Thunderbird zum Beispiel benutzt, könnt ihr euch auch unter, ihr geht auf eine E-Mail drauf und drückt dann STRG U, dann könnt ihr euch den rohen E-Mail
Körper angucken. Das würde ich euch tatsächlich jetzt einfach mal als Übung sozusagen empfehlen. Geht in euer Thunderbird oder was auch immer ihr habt und versucht, die Message oder die Nachricht als rohe E-Mail bzw. als uninterpretierte E-Mail anzuzeigen. Und da findet ihr dann eben diese wichtigen Paketdaten hier sozusagen, Return Paths, das heißt, wenn man Antworten macht, an wen geht es dann tatsächlich? Das heißt, wer hat das ganze Ding losgeschickt im Endeffekt? Also wenn man antworten möchte, wo soll man hin antworten? Dazu ist der Return Path da. Envelope to oder Envelope to, wer es eben empfangen möchte, env at gmail zum Beispiel. Dann Delivery Date, wann ist das Ganze versendet worden? Hier der 1.1.1970 mal genommen. Da steht natürlich das richtige Datum drin, das war jetzt hier nur eben ein Beispiel. Dann welche IP-Adresse hatte der sendende Server, von wem kam also das Hello oder das Elo, gibt es auch, das wäre dann das Extended Hello. Dann, wie hieß der Server, also wie war der volle Servername. Dann gibt es hier eine ID. Dann gibt es eben, für wen ist diese E-Mail hier nochmal. Dann eben, von wem wurde sie geschickt. Nicht von wem wurde sie geschickt, sondern an wen ist sie mehr oder weniger gegangen. Also wer ist der Empfangsserver sozusagen gewesen, also wer wollte die E-Mail bekommen. Da sind ja zwei Server dazwischen, also das ist der SMTP-Server vom Sender und das ist der SMTP-Server vom Empfänger. Und dann natürlich hier nochmal eine Message-ID, von wem sie ist, also tatsächlich from. Und da kann man tatsächlich was anderes eintragen als beim Return-Path, damit man eben sozusagen, wenn man antwortet, dann antwortet man an den Return Path. Aber von wem sie ist, kann was anderes sein. Also da kann man zwei Sachen einstellen. Warum? Das ist eigentlich ziemlich sinnvoll. Denn wenn ich jetzt eine E-Mail schicke von meinem Server aus, dann sollte man an die vielleicht nicht antworten. Das bedeutet, ihr könnt sozusagen als Sender, ich kann als Sender meinen Webserver angeben, zum Beispiel ein noreply@the-morpheus.de und dann aber, wenn jemand doch antwortet, dann geht es an meine Kontakt-E-Mail-Adresse. Sprich, ich kann, ich könnte zum Beispiel dann einfach diese E-Mail dann auch wirklich empfangen, während noreply@the-morpheus.de kann nichts empfangen, das ist einfach dann ja sozusagen nicht da. To ist dann wieder der Empfänger und dann gibt es eben einen Betreff, logischerweise, den kennt ihr auch, dann das Datum nochmal und dann eben, also Delivery Date und Date müssen nicht unbedingt dasselbe sein, die können sich auch ein bisschen unterscheiden. Delivery Date ist erstmal, wann es rausgeht und Date ist dann auch wieder, wann es, wir haben hier übrigens noch mehrere Daten. Also hier ist auch nochmal ein Datum und ist auch nochmal ein Datum. Hier, also das sind jeweils, da packt einfach jeder Server sozusagen sein eigenes Datum drauf. Und dann haben wir hier die MIME-Version, das heißt, wie ist das Ganze encodiert? Hier auch wieder, wie ist das Ganze, also ist jetzt einfach stinknormaler Text. Man kann hier allerdings auch HTML übertragen oder Dateien übertragen. Wie ihr wisst, gibt es auch E-Mail-Anhänge und so. Und dann kann man hier noch Charset definieren, das heißt UTF-8 oder ASCII oder keine Ahnung. UTF-8 ist heutzutage eigentlich der Standard. Dann gibt es noch haufenweise andere Encodierungen und dann natürlich Content Transfer Encoding und so weiter und so fort. Also ihr seht, ein Haufen Metadaten dafür einfach nur, dass ihr hier eine kurze E-Mail mit drei Zeilen und einer Leerzeile habt. Ja, aber so funktioniert tatsächlich SMTP. Das sind alles so, jeder drückt so seinen eigenen Stempel auf und das ist so das Wichtige daran. Wahrscheinlich wird es bei euch ein bisschen anders aussehen, wenn ihr jetzt demnächst eure E-Mail aufmacht, aber ich würde euch das wirklich mal empfehlen, einfach mal eine E-Mail als Übung sozusagen aufzumachen und dann mal raw nachzulesen, was da eigentlich drinsteht. Und das kann man auch wirklich so verschicken an einen SMTP-Server und dann funktioniert das Ganze auch tatsächlich. Und ja, ist ziemlich interessant, was man da alles machen kann. Okay, und das war's wieder mal von meiner Seite. Nur kurz eine Einführung an bezüglich SMTP, damit man da zumindest mal so grob erkennt, was da eigentlich gerade so passiert. Okay, das war's, wie gesagt, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!